So, da werden wir gleich da sein. Oh, dort sind Kogana. Commander, etwas blockiert den Weg. Wir werden überrannt. Durchhalten, Dad. Ich komme. Schnell. Ups, ich hab die Eier übersehen. Da ist der Schalter. Los! Es war klug von den Rachni, den Durchgang zu versperren. Schneidet ihnen den Fluchtweg ab und zerschmettert den Wald am Fels. Wir sind auch reingelaufen. Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie kommen bald wieder, in voller Stärke. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben beschützt, was hinter dem Durchgang ist. Wir verschanzen uns hier, damit sie Zeit haben, die Sache zu Ende zu bringen. Viel Glück, Dag. Glück braucht ein Salarianer, der darauf hofft, seine Partnerin zu bespringen. Krogana, an uns kommt niemand vorbei. Ich finde das immer wieder schön, die Krogana. Achtung, noch mehr Eier. Passen Sie auf, wo Sie hin. Oh Gott. Was ist das? Dag, wir haben die Zentralkammer gefunden. Ausgezeichnet. Räumen Sie auf, Commander. Eine Alien-Königin. Bewegung! Verdammt! Wo ist der Schalter? Müssen wir die Dinger ausschalten, um die Barrieren zu deaktivieren. So schaut's aus. Los, wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Die Wände da hinten stürzen ein. Hier nicht. Hier kommen wir nicht lang. Bestätige. Erledigt. Natürlich, Commander. Bestätige. Der Feind ist heute ebenso unerbittlich wie in unserem Zyklus. Konzentration! Natürlich, Commander! Wie Sie befehlen! Bestätigen! Gedacht hatte. Weiter
Leute! Verstanden! Sie vorhaben, Sie sollten sich beeilen. Verstanden. Wir leiden. Schreie. Was zum Teufel? Stille. Was sind Sie? Alle. Perversion. Ein Monster. Wie ist das möglich? Ich habe die letzte Rachen, die Königin, vernichtet. Ich bin keine Königin. Kein Stolz, Rachni. Bin allein. Ein Monster, geformt, um hohle Kinder zu gewähren. Leere Kinder, die gehorchen. Die Reaper haben eine falsche Königin erschaffen. Kinder wissen, dass ich frei bin, können mich nicht hören. Alter. Die Reaper übertreiben es jetzt aber ganz schön. Wie haben die Reaper eine Königin gemacht? Schnitten Stücke aus wunderschönen Kindern. In diese Form gepresst und gebogen. Ich mache diese hohlen Sklaven. Sie sind leer. Die Maschinen kommen. Bringen Sie die Sklaven fort, damit sie im Krieg kämpfen. Sie können ihnen nicht mehr wehtun. Verstehen Sie? Ja, ich werde die Maschinen bekämpfen. Sie haben uns zu Sklaven gemacht. Ich höre die Kinder. Sie sind verloren. Leid, Schmerzen. Sie suchen nach mir. Die Kinder werden uns vernichten. Uns alle. Commander, hier draußen bewegt sich eine ganze Menge. Verstanden, Dag. Gibt es Hoffnung für Ihre Kinder? Nein, nein. Sie schreien. Wir alle leiden. Wenn wir neue Kinder hervorbringen, vielleicht könnten Sie zuhören. Wir sollten sie einfach alle erledigen und von ihrem Leid erlösen. Meine Kinder kommen. Befreien Sie mich. Ich werde die Maschinen vernichten. Befreien Sie mich. Commander, wir sind Feinde. Wenn wir bleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Wenn wir ihr helfen, wir können jede Hilfe gebrauchen. Wir machen das jetzt. Planänderung. Kompanie Aralak verschafft ihr Zeit zur Flucht. Deck, kommen Sie zurück und bringen Sie uns raus. Commander, ich verlasse mein Team und komme zurück. Commander? Das ist ein Befehl. Sie ist zu wertvoll, um sie zu verlieren. Yeah.
Das Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Gehen Sie, Commander! Zeit zu sterben. Cortez, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Commander. Shuttle ist bereit. Und los. Ich studiere gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Diese Ersatzrachni zur Verbündeten zu machen, war riskant. Wir brauchen so viel Hilfe wie möglich, aber hierbei habe ich ernste Zweifel. In Ordnung, Sir. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Naja, und für kroganische Verhältnisse hatte der ja einen ehrenvollen Tod. Du, Sarah, dein Kumpel, der zu Cerberus gegangen ist. Was von ihm gehört? Nein, ich hab den Kontakt. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ja, ich schaue sofort. Erdnut Reef. Bin nicht sicher, was sie geritten hat, eine Abmachung mit diesen Monstern zu treffen, aber seien Sie sicher, das Leben aller Kroganer, die gestorben sind, um diese Perversion zu retten, geht auf ihr Konto. Ja, es war ja klar. Tja, aber wir müssen hier weiterdenken. Wir kämpfen immerhin gegen die Reaper und die Rachni sind enorm viele und wenn die uns dabei helfen können, dann tun wir das doch. Und welcher Kroganer stirbt schon an Altersschwäche? So, was macht man jetzt überhaupt? Burschposten. Irgendwie. Fliegen wir dahin. Da hätte es wahrscheinlich Treibstoff gegeben. Schauen wir uns das mit den Entführungen mal genauer an.
So, dann nehmen wir wieder zwei Krieger mit. Mit denen sind wir ganz gut gefahren. Einsatztrupps haben eine Großstadt auf Benning infiltriert. Zuerst hieß es, sie würden Zivilisten rekrutieren, aber inzwischen sieht es so aus, als würden Leute gegen ihren Willen verschleppt. Erzählen Sie mir mal was Neues. Wir haben ein Aufklärungsteam hingeschickt und Cerberus hat mit Angriffen auf Zivilisten und öffentliche Einrichtungen reagiert. Offiziell lehnt Cerberus jede Verantwortung ab und verurteilt die Aktion. Entweder lügen sie oder wir haben es mit einer Splittergruppe zu tun. Das wird Ihnen noch leid tun. Ganz genau. Sichern Sie das Gebiet, damit wir dem Rest der Stadt helfen können. Nähern uns dem Zielpunkt, Commander. Verstanden, Lieutenant. Die Leute da unten zählen auf Sie, Commander. Hackett, Ende. Ich empfange jede Menge SOS-Signale von Zivilisten, Commander. Die meisten kommen aus der oberen Straße. Ich registriere dort auch eine größere Ansammlung von Cerberus-Truppen. Können Sie mir Luftaufklärung verschaffen? Schon unterwegs. Boah, die knallen die Zivilisten einfach ab. Da oben. Natürlich, Commander. Bestätige. Verstanden. Oh, weg. Die oberen Straßen sind frei. Zivilisten steigen in die Transporter. Moment, Commander. Was gibt's, Lieutenant? Ich registriere Dutzende von Zivilisten, die aus der Stadt fliehen, und Cerberus-Truppen sitzen ihnen direkt im Nacken. Wo sind sie? Übermittle Koordinaten. Sie können sie dann abfangen. Sie werden nicht mal wissen, was sie erwischt hat. Natürlich, Commander. Na klar. Lauft! An alle, die das hier lesen, vertraut nicht Cerberus. Sie entführen Leute gegen ihren Willen. Jawohl, Commander. Ich will nicht sterben. Ja, wo muss ich denn hin jetzt? Verstärkung ist eingetroffen. Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Was? Was sollen wir tun? Bleiben Sie einfach unten. Commander, es sind weitere Cerberus-Truppen in Ihre Richtung unterwegs. Wir halten hier die Verteidigungslinie und decken den Weg der Zivilisten. Bitte helfen Sie uns. Schon dabei. Gehen wir sofort. Ich glaube, wir schaffen es hier raus.
Oh. Geh in Deckung. Können gehen. Los! Transporter! Halt! Wir werden es schaffen. Keine Feinde in unmittelbarer Nähe geortet, Commander. Verstärkung rückt vor, um die Evakuierungsroute zu sichern. Gute Arbeit von allen. Cortez, wir treffen uns am Landeplatz. Verstanden. Über Angriffe gegen andere Städte auf Benning rein. Leugnet Cerberus noch immer seine Beteiligung? Ja, und diesmal glauben wir ihnen sogar. Unschuldige Menschen zu erschießen ist nicht ihre Art. Jedenfalls haben die Zivilisten da unten jetzt eine Chance. Wir verstärken unsere Stellung und holen die Leute raus. Danach befreien wir den Rest des Planeten. Hoffentlich gelingt uns das auch auf der Erde. Eines Tages, Commander. Bis dahin müssen wir einfach reagieren. Weitermachen.